Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Facebook private Profile anschauen, ohne dass es am besten der andere auch noch merkt. Das heißt, ihr möchtet euch nicht mit dem befreunden. Ihr wollt einfach mal bei Facebook reingucken, was macht Person XY zum Beispiel von früher, ohne aber jetzt den direkten Kontakt herzustellen. Wie kann ich das machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Es werden im Internet tatsächlich genau zwei Methoden dazu beschrieben, die ich euch hier gerne mal näher bringen möchte. Die erste Methode, ja, die ist eigentlich irgendwo ein bisschen doof, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, ob das ernst gemeint ist. Ich möchte sie euch trotzdem einmal kurz näher bringen. Das wäre die Methode, dass man einen Freund der Person fragt, die man ganz gern hier ja, ausspionieren möchte oder ausspähen möchte, indem man sagt, hier kannst du mir mal von dem Profil aus einem Bild dort den Link schicken und dann könnt ihr mit dem Link, wenn ihr den erhalten habt, euch die kompletten ja, privaten Bilder sozusagen von der Person anschauen. Wenn man aber mal ehrlich ist, das wird man sicherlich nicht machen. Man spricht keinen Dritten an, ob man von jemand anders die Bilder bekommt. Dann könnte man die Person vielleicht auch gleich direkt fragen, hey, wollen wir uns hier nicht miteinander befreunden bei Facebook, und könnte so dann halt auch auf das Profil ja, zugreifen und dort die Bilder sehen. Es gibt noch eine zweite Methode. Und bei der Methode benutzt ihr einen Facebook Profile Viewer. Da müsst ihr allerdings aufpassen. Es gibt dort zahlreiche Anbieter, die das anbieten. Wie funktioniert das Ganze? Ihr ladet halt einfach diesen Profile Viewer einmal runter und gebt dann von dem Account, den ihr angucken wollt, einfach den Link, die ja, Profil-URL dort ein und verlangt dann die nächsten Schritte, die von dem jeweiligen Viewer dann hier verlangt werden. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dort tatsächlich auf die privaten Bilder auch drauf zuzugreifen. Man muss hier allerdings sagen, das ist wirklich gefährlich. In der Regel ist es tatsächlich so, dass dort Malware oder auch Viren bei euch auf dem Computer oder Smartphone, je nachdem, womit ihr es macht, tatsächlich draufgeladen werden. Auch wird natürlich Zugriff auf euer Facebook-Profil genommen. Da solltet ihr natürlich auch aufpassen. Das heißt, hier droht eine Sperre bei Facebook, wenn nämlich Drittanbieter Apps oder Programme benutzt, die gegen die Community-Richtlinien sprechen, wird bei Facebook gesperrt. Das heißt, ihr riskiert, wenn ihr das macht, zum einen euren Account und zum zweiten, was noch viel, viel schlimmer ist, natürlich eure eigene Privatsphäre, nämlich die des vom Gerät, vom Smartphone oder vom PC, Laptop etc., Tablet, je nachdem, was ihr benutzt. Dort werden Viren und Malware aufgespielt. Das heißt, habt ihr so ein Programm schon benutzt, ja, lasst auf jeden Fall mal eine Anti-Spyware durchlaufen oder auch auf jeden Fall einen Virenkiller. Ich bin mir ziemlich sicher, der wird da was bei euch finden. Und man muss einfach sagen, am Ende, es gibt keine wirklich gute Methode, die das ermöglicht, dass man private Facebook-Profile sehen kann. Und wenn wir ehrlich sind, ist das Ganze auch gut so. Was privat ist, sollte privat bleiben. Jeder Mensch hat das Recht auf eine Privatsphäre. Wenn ihr interessiert seid an einer Person, schreibt sie an. Freundet euch mit dem vielleicht an und wenn man auf einer Wellenlänge ist, hat man mit Sicherheit auch kein Problem, private Bilder dort gegenseitig zuzulassen, dass man die anschauen kann, und dann denke ich, ist das auch in Ordnung. Alles andere würde ich euch abraten, würde ich tatsächlich nicht machen. Ihr riskiert, wie gesagt, euren eigenen Datenschutz, euer Handy und am Ende halt auch euren Facebook-Account. Ja, ich hoffe, das Video hat so ein bisschen zur Aufklärung beigeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr weitere Infos haben wollt. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann!